Die SR-71 Blackbird. Das schnellste Tarnkappenflugzeug der Welt. Schneller als eine Gewehrkugel. Dreimal so schnell wie der Schall. Sie sieht halb wie ein Raumschiff aus, halb wie ein Flugzeug. In der Luft ein wahres Kunstwerk. Bis heute, 50 Jahre nach ihrer Entwicklung, ist keine andere Maschine ohne Raketenantrieb schneller oder höher geflogen. Die Blackbird ist das Überschallflugzeug schlechthin. In den 60er Jahren war sie etwas vollkommen Neues und ein millionenschweres Wagnis. Ihr Design war absolut visionär. Dahinter steckten keine Computer, sondern Leute mit Rechenschiebern und Taschenrechnern. Die Blackbird bestand praktisch aus lauter Wundern. Die Blackbird-Piloten gingen an die Grenze des Menschenmöglichen. Als die Welt am Rand des Atomkriegs stand, sollte die Blackbird helfen, ihn zu verhindern. Januar 1966. Zwei US-Piloten bereiten sich auf einen geheimen Testflug vor. Ihre Maschine ist ein superschneller Militärjet, dessen Triebwerke noch einmal verstärkt wurden. Am Steuer sitzt Bill Weaver, ein Pilot mit 4000 Flugstunden Erfahrung. Wir starteten gegen 11 Uhr vormittags und nahmen den geplanten Kurs. Alles war okay. Reine Routine. Auf dem Rücksitz Aufklärungsspezialist Jim Swaier. Mit Tempo Mach 3,2 geht Weaver in die Kurve. Plötzlich fällt ein Antrieb aus. Das ist ein unglaublicher Moment. Es trifft dich wie der Schlag. Als säße man in einem Zug, der gegen eine Wand rast. Der über 3000 Stundenkilometer schnelle Jet gerät außer Kontrolle. Er schießt regelrecht in die Höhe. Ich hatte den Steuerknüppel am äußersten Anschlag, aber keine Reaktion. Da wusste ich, dass wir nichts mehr tun konnten. Der Jet beginnt auseinanderzubrechen. Das Flugzeug fiel buchstäblich um uns herum auseinander. Nach diesem Desaster steht das ganze Testprogramm auf der Kippe. Die Geschichte der SR-71 beginnt 9 Jahre zuvor, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges. 1957 testet die Sowjetunion ihre ersten Interkontinentalraketen. Dear Khrushchev boast that Russia already has intercontinental missiles in mass production. Plötzlich sind Atomschläge gegen US-Städte möglich. Deshalb wollen die USA unbedingt Informationen über das Arsenal der Sowjets sammeln. In jedem Konflikt ist Wissen Macht. Wir mussten herausfinden, was die Sowjets taten, insbesondere beim Raketenprogramm. Wir wollten wissen, welche Möglichkeiten der sowjetische Militärapparat besaß. Aber das Land war so riesig, dass konventionelle Flugzeuge dafür nicht ausreichten.
Neuartige Spionageflugzeuge müssen her. Maschinen, die weit in sowjetisches Territorium vordringen können, ohne entdeckt und abgeschossen zu werden. Ende 1957 bestellt die CIA beim Militärkonzern Lockheed einen neuen, nicht ortbaren Himmelsspion. Das Programm erhält den Namen Archangel, Erzengel. Die Leitung hat der legendäre Konstrukteur Clarence Kelly Johnson. Kelly Johnson war zweifellos der Leonardo da Vinci des Flugzeugdesigns. Im Gegensatz zu anderen Flugzeugdesignern war er ein echter Visionär und ein Meister in der Kunst des Möglichen. Wir hatten ein sehr gutes Verhältnis. Ich vertraute ihm. Er war fast wie ein Vater für mich. Johnson ist schon seit 1933 bei Lockheed. Im Auftrag der Firma hat er eine Abteilung für Geheimprojekte aufgebaut, die sogenannten Skunk Works, zu Deutsch Stinktierwerke. Sie haben schon einige innovative Militärflugzeuge entwickelt, zum Beispiel den Lockheed F-104 Starfighter. In den 50er Jahren ist Skunk Works voll im Geschäft. Anders als bei anderen Flugzeugfirmen hielt man bei Skunk Works neue Ideen erstmal für machbar und versuchte dann, sie in die Tat umzusetzen. 1955 baut Johnsons Team das erste reine Spionageflugzeug der USA. Die U-2 ist ein einstrahliger Jet mit einer Einsatzhöhe von über 20.000 Metern. Mutmaßlich unerreichbar für das sowjetische Radar. Die U-2 sollte so hoch fliegen, dass selbst die fortschrittlichsten russischen Radare sie nicht erkennen können. '56 fliegt die U-2 ihren ersten Einsatz über sowjetischem Gebiet. Sie bringt wertvolle Informationen mit. Doch das Gerät zur Aufzeichnung von Radarwellen sorgt für eine unangenehme Überraschung. Die Maschine wurde während des gesamten Flugs vom sowjetischen Radar erfasst. Wir waren davon ausgegangen, dass die U-2 in einer bestimmten Höhe nicht erkannt werden konnte. Damit lagen wir falsch. Das sowjetische Radarsystem war besser, als wir dachten. Noch hat die sowjetische Bodenabwehr keine Möglichkeit, eine U-2 in dieser Höhe abzuschießen. Aber das ist nur eine Frage der Zeit. Die Ingenieure bei Skunk Works stehen jetzt unter Druck. Sie müssen ein neues, besseres, unentdeckbares Aufklärungsflugzeug entwickeln. Und zwar so schnell wie möglich. Mehr als 50 Jahre später hält die SR-71 noch immer viele Geschwindigkeitsrekorde. Zum Beispiel den als schnellstes bemanntes Düsenflugzeug der Welt. Das Besondere an der Blackbird ist, dass sie niemanden kalt lässt. Sie sieht halb wie ein Raumschiff aus, halb wie ein Flugzeug. And when you see it in the air, in der Luft ein wahres Kunstwerk. Zugleich ist die SR-71 eine Pionierin der Tarnkappentechnik. Ihr innovatives Design macht es praktisch unmöglich, sie per Radar zu orten. Diese Technik zu entwickeln war kein Kinderspiel. Anfang 1958 beginnen die Ingenieure bei Skunk Works mit der Arbeit am streng geheimen Projekt Archangel. Im
Im Auftrag der CIA entwickeln sie einen Nachfolger für die verwundbare U-2. Das neue Spionageflugzeug wird viel höher fliegen müssen als sein Vorgänger, um dem sowjetischen Radarsystem zu entgehen. Und es muss noch schneller sein, um im Fall des Falles entkommen zu können. Geschwindigkeit wurde zum entscheidenden Faktor. Ein rasend schnelles Ziel, das obendrein automatisch ausweichen kann, stellte selbst modernste Abfangraketen vor eine praktisch unlösbare Aufgabe. Aber die CIA will noch mehr. Die Anforderungen an den neuen Superaufklärer formuliert Präsident Eisenhower persönlich. Er soll für das gegnerische Radar komplett unsichtbar bleiben. Ein damals beinahe unmöglich erscheinendes Ziel. Treffen die vom Radar ausgesandten Radiowellen auf den Rumpf eines Flugzeugs, werden sie in verschiedene Richtungen reflektiert. Daraus ergibt sich eine eindeutige Radarsignatur. Um diese Signatur radikal zu vermindern, bedarf es eines völlig neuen Designs. Und dieses Design müssen die Entwickler bei Skunk Works jetzt liefern. Eine Mammutaufgabe, denn die Tarnkappentechnologie steckt 1958 noch in den Kinderschuhen. Die Entwürfe des Skunk Works Teams mussten diese Anforderungen erfüllen. Höher als 24.000 Meter, schneller als 3.200 Kilometer pro Stunde, dazu ein reduzierter Radarquerschnitt. In knapp einem Jahr entwickeln die Ingenieure 10 verschiedene Designs. Jedes davon beginnt mit einem A, wie Archangel. Einige konzentrieren sich auf die geringere Radarsignatur, andere auf Höhe oder Geschwindigkeit. Keines schafft alle drei. Favorit ist die A10. Sie soll um einiges höher fliegen als die U2 und bedeutend schneller, mit mehr als dreifacher Schallgeschwindigkeit. Mach 3,2. Ihr Schwachpunkt? Durch ihre Bauweise ist sie für das Radar leicht zu orten. Im März 1959 kommt es bei der CIA zu einem Treffen mit dem Chef der verdeckten Operationen. Kelly Johnson erklärt, die A10 sei das beste Design, trotz ihrer Sichtbarkeit für das Radar. Sie fliege so hoch und so schnell, dass den Sowjets selbst im Fall ihrer Entdeckung keine Zeit zum Reagieren bleibe. Schon seit der Zeit der U-2 gab es die Debatte, wie ein hochfliegendes Aufklärungsflugzeug am besten zu schützen sei. Die Geheimdienstler wissen, dass sich der Präsident damit nicht zufrieden geben wird. Projekt Archangel steht kurz vor dem Aus. Das Scheitern vor Augen widmen sich die Ingenieure ein letztes Mal dem Problem der Radarsichtbarkeit. Wir suchten verzweifelt nach der Antwort. Wir investierten viel Zeit und Geld, um die Tarnkappentechnik voranzutreiben. Die Herausforderung bestand darin, das Profil des Flugzeugs zu verändern, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. 2 Monate später gelingt einem der Ingenieure der Durchbruch. Er kombiniert die A10 mit einem anderen Modell, das eine geringere Radarsignatur hat. Das Ergebnis? Ein radikal neues, stromlinienförmiges Design. Das neue Modell hat eine flache Unterseite und ist deutlich schnittiger.
Treffen die Radarwellen auf den Rumpf dieses Flugzeugs, werden sie nur geringfügig zur Seite reflektiert. Verglichen mit einer herkömmlichen Maschine ist das Radarprofil um 90% reduziert. Der Radarquerschnitt lag bei etwa 10 Metern. Das entspricht einem großen Adler oder einem sehr kleinen Flugzeug. Der neue Entwurf wird der CIA vorgestellt. Ob er die Verantwortlichen überzeugt? Kelly Johnson stellt ein Flugzeug in Aussicht, das 8 Kilometer höher als die U-2 und mit dreifacher Schallgeschwindigkeit fliegen wird. Und dabei das Radarprofil eines großen Vogels hat. Am 11. Februar 1960 bestellt die CIA ein Dutzend Exemplare der neuen A-12 bei Skunk Works. Das Budget $96 Millionen. Es gibt keine Zeit zu verlieren, denn nur 3 Monate nach Projektbeginn erlebt die CIA ein Debakel. Am 1. Mai 1960 wird eine U-2 im sowjetischen Luftraum abgeschossen. Der Pilot Francis Gary Powers kommt mit dem Leben davon. Er wird in Moskau vor Gericht gestellt und zusammen mit dem Wrack seiner Maschine den Medien vorgeführt. Die sowjetische Technologie macht schnell Fortschritte. Powers U-2 wird von einer brandneuen, radargelenkten Flugabwehrrakete abgeschossen. Der S-75 Dwina. Von da an war die U-2 für Überflüge nur noch eingeschränkt nutzbar. Die anderen Länder hatten uns in technologischer Hinsicht eingeholt. Die Vereinigten Staaten brauchen dringend ein Spionageflugzeug, das es dem Gegner nicht so leicht macht. Die Skunk Works-Ingenieure stehen jetzt mächtig unter Druck. Sie müssen ihre Pläne schnellstmöglich in die Tat umsetzen. Fieberhaft arbeiten sie am Nachfolger der U-2. Das neue Flugzeug soll bedeutend schneller werden und mit dreifacher Schallgeschwindigkeit unterwegs sein. Diese Anforderung aber stellt die Entwickler vor einige ernsthafte Probleme. Eine konventionelle Struktur aus Aluminium etwa kommt keinesfalls in Frage. Bei über 3000 Kilometern pro Stunde erhitzt sich das Material durch den Luftwiderstand auf mehr als 300 Grad. Aluminium wird schon bei 150 Grad weich. Ein Mach-3-Flugzeug hat sich da noch nicht mal warm gelaufen. Die Blackbird wird stellenweise an die 400 Grad Celsius heiß. Ihr Ofen zu Hause schafft keine 300 Grad. Wir mussten also nach Materialien Ausschau halten, die solchen Temperaturen standhalten. Aber das ist noch nicht alles. Für große Höhen muss das Flugzeug leicht sein. Für Überschallflüge hingegen muss es vor allem robust sein. Und es gibt nur ein Material, das beide Anforderungen zugleich erfüllt. Titan. Dummerweise ist der wichtigste Produzent dieses seltenen Metalls die Sowjetunion. An die notwendigen Mengen Titan heranzukommen, ohne preiszugeben, dass wir es für etwas wie die Blackbird brauchten, war eine Sache für die Geheimdienste. Das Titan wird über Strohfirmen gekauft. Die Sowjets merken nicht, dass eigentlich die CIA ihr Kunde ist. Für die Ingenieure war das Material etwas ganz Neues. Wie bearbeitet man es?
Wie formt man es? Wie montiert man es? Viel davon war Learning by Doing. Titan ist so hart, dass es normale Maschinen beschädigt. Bei Skunk Works müssen neue Herstellungsprozesse etabliert werden. Temperaturen von 300 Grad stellen noch ein weiteres Problem dar. Metall dehnt sich aus, wenn es heiß wird. Um beim Überschallflug fest zusammenzuhalten, darf die Verkleidung des Flugzeugs am Boden nur lose montiert sein. Kein Problem, außer im Hinblick auf die Treibstofftanks. Das Flugzeug hat keine internen Membrantanks. Die Außenhaut ist der Tank. Das Ergebnis war ein undichtes Flugzeug. Darunter bildeten sich Treibstoffpfützen. Gewöhnliches Flugzeugbenzin ist sehr flüchtig und kann bei hohen Temperaturen explodieren. Um das zu verhindern, wurde der Ölkonzern Shell beauftragt, den Treibstoff JP7 zu entwickeln. Eine Mischung aus Kohlenwasserstoffen und Schmiermitteln mit einem sehr hohen Siedepunkt. Die Teamleiter warfen sogar Zigarettenkippen und Zündhölzer hinein. Die gingen einfach aus, es fing kein Feuer. Das ist nur eine von vielen Lösungen, die Johnsons Team finden musste, um die technischen Anforderungen in den Griff zu bekommen. Kelly wollte immer die einfachste mögliche Lösung. Eine seiner Regeln lautete, ein Wunder pro Auftrag. Das Besondere an der Blackbird war, dass sie praktisch nur aus Wundern bestand. Im Frühjahr 1962 wird im amerikanischen Südwesten, unweit der streng geheimen Area 51, ein rätselhafter Flugkörper gesichtet. Es ist das brandneue Spionageflugzeug A-12 aus dem Hause Skunk Works. Augenzeugen halten es zunächst für ein UFO. Die Leute fangen an zu reden. Manche wenden sich an die Behörden. Und dann sind da plötzlich Männer in dunklen Anzügen, die ihnen verbieten, über das zu sprechen, was sie gesehen haben. 2 Jahre später präsentiert Skunk Works eine noch bessere Version. Einen Zweisitzer. Die Regierung geht jetzt an die Öffentlichkeit, um den UFO-Gerüchten ein Ende zu bereiten. Das neue Spionageflugzeug der US Air Force bekommt den Namen Reconnaissance Strike, RS-71. Aber nur bis zur Ansprache von Präsident Johnson. I would like to announce the successful development of a major new strategic manned aircraft system. This system employs the new SR-71 aircraft. Präsident Johnson vertauschte die Buchstaben der Kennung. Es hätte RS-71 heißen müssen, aber er sagte SR-71. Das klingt besser und dabei blieb es. Die Air Force hält es für klüger, das Flugzeug umzubenennen, als den Präsidenten zu korrigieren. Natürlich wollte niemand dem Präsidenten widersprechen, also hieß es ab sofort SR-71. Die USA melden sich also zurück im internationalen Spionagegeschäft. Aber was genau kann die SR-71? Dezember 1964. Im kalifornischen Palmdale wird die SR-71, Spitzname Blackbird, zu Deutsch Amsel, ein letztes Mal durchgecheckt. Es ist der erste offizielle Testflug. Testpilot Bob Gilliland darf als erster ans Steuer. Kelly Johnson hat ihn persönlich ausgesucht. Sie war wirklich imposant. Viele Piloten auf der ganzen Welt wären gern an meiner Stelle gewesen. Aber Kelly hatte sich für mich entschieden. Das war eine große Ehre für mich. Größer geht's nicht.
Bei jedem Testflug gibt es das eine oder andere technische Problem, das noch nicht ganz gelöst ist. Bei diesem Flug jedoch gibt es 383 solcher Probleme. Davon lassen sich Johnson und Gilliland nicht abschrecken. Kelly sagte, der Test ist schon ein Erfolg, wenn du einfach nur abhebst, eine Runde drehst und wieder landest. Aber dann fragte er, wie wär's, wenn du gleich beim ersten Flug mit Überschall fliegst? Ich sagte, ich vertraue unserem Rettungssystem. Also von mir aus, okay. Gilliland durchbricht die Schallmauer. Er ist 1600 Kilometer pro Stunde schnell und fliegt in einer Höhe von 15.000 Metern. 3000 Meter höher als ein durchschnittliches Passagierflugzeug. So eine Leistung erfordert extreme Konzentration. Der kleinste Fehler kann zur Katastrophe führen. Die Piloten nannten die Blackbird ein 3-Sekunden-Flugzeug. Sie mussten alle 3 Sekunden die Instrumente checken, ob alles glatt lief. Kurz vor der Landung fragte Kelly nach dem Treibstoffstatus. Ich sagte, ausgezeichnet. Er sagte, wie wär's mit einer Vorführung? Also machte ich noch einen Vorbeiflug. Der Testflug ist ein voller Erfolg. Die SR-71 Blackbird kann in Serie gehen. Doch das geht nicht ohne Rückschläge ab und nicht ohne Tragödien. Bei einem weiteren Testflug im Januar 1966 gerät eine Blackbird SR-71 in Schwierigkeiten. An Bord sind Pilot Bill Weaver und Aufklärungsspezialist Jim Swayer. In 24.000 Metern Höhe verlieren sie bei Mach 3 die Kontrolle über die Maschine. Das Flugzeug droht auseinanderzubrechen. In der Edwards Air Force Base verschwindet die Blackbird vom Überwachungsradar. Man geht vom Tod der beiden Piloten aus. Auch Bob Gilliland hört die erschütternde Nachricht. Bill Weaver hatte seinen Spind gleich neben meinem. Und da waren 2 Zigarren. Im Gedenken an seinen Kollegen raucht Gilliland eine der Zigarren. Ich sagte mir, er ist vermutlich tot. Und wenn nicht, kaufe ich ihm eine ganze Kiste Zigarren. Doch Bill Weaver ist nicht tot. Vom Rand des Weltraums stürzt er im freien Fall Richtung Erde. Ich dachte, ich hätte einen Albtraum. Dann merkte ich, dass ich nicht träumte. Also musste ich tot sein. Aber dann wurde mir klar, dass ich am Leben war. Ich war nicht mehr in der Maschine. Ich stürzte hinunter und hörte die Luft vorbeirauschen. Weaver weiß nicht, ob er seinen Fallschirm noch hat, bis dieser sich plötzlich öffnet. Jetzt sieht er sich nach Jim Swayer um. Jims Fallschirm war ein paar hundert Meter entfernt. Ich war sehr erleichtert. Es war unwahrscheinlich genug, dass einer von uns überlebt hatte. Aber dass wir es beide geschafft hatten, war eine Riesenerleichterung. Weaver landet in New Mexico, 1200 Kilometer von der Basis entfernt.
Doch Jim Sawyer hat weniger Glück. Bei dem Unfall bricht er sich das Genick. Er ist sofort tot. Es war schrecklich, das herauszufinden. Ein wunderbarer Kerl. Einer der Besten. Eine Untersuchung ergibt, dass die Optimierung der Flugzeugleistung auf Kosten der Stabilität gegangen war. Die Maschine hat dem ungeheuren Druck einfach nicht mehr standgehalten. In der Basis erhält der Einsatzleiter einen Anruf. Er sagte, natürlich nehme ich ein R-Gespräch von einem Mr. Bill Weaver an. Da wusste ich, dass er überlebt hatte. Ich war überglücklich. Ich versprach ihm die besten kubanischen Zigarren, die ich auftreiben konnte. Ja, er sagte, er wolle mir teure Zigarren kaufen. Aber die habe ich bis heute nicht bekommen. Und das war 1966. Sind alle technischen Probleme der Blackbird gelöst. Die Flugzeuge werden in der Beale Air Force Base in Kalifornien stationiert. Jetzt fehlen nur noch die Männer, die sie fliegen können. Eine Gruppe von Elitepiloten wird in Beale zu einer neuen Fliegerstaffel zusammengefasst. Es sind die Besten der Besten. Bis dahin hatte keiner von uns das Flugzeug mit eigenen Augen gesehen. Sie können sich nicht vorstellen, wie es sich anfühlte, es zum ersten Mal reinkommen zu sehen. Einfach atemberaubend. Die Blackbird bricht Rekorde nicht nur, sie zerschmettert sie. Sie fliegt mit dreifacher Schallgeschwindigkeit, schneller als eine Gewehrkugel. Es war ein gutes Gefühl zu wissen, dass wir bei jedem Flug höher und schneller flogen als jeder andere auf der Welt. Die Motoren sind die stärksten ihrer Zeit. Sie bringen es auf 160.000 PS. Pro Sekunde saugen sie 3.000 Kubikmeter Luft ein. Etwa so viel, als würden 2 Millionen Menschen gleichzeitig einatmen. Du gleitest mit dieser unglaublichen Power durch die Lüfte. Einfach herrlich. Die Blackbird fliegt in einer Höhe von bis zu 25 Kilometern. Ihr Navigationssystem benutzt die Sterne zur Positionsbestimmung. Es ist das größte Planetarium der Welt. Du siehst die Krümmung der Erde und kannst in jede Richtung 500 Kilometer weit gucken. Unglaublich, was du in 25.000 Meter Höhe sehen kannst. Einfach fantastisch. Ironischerweise fliegt die Blackbird nie über der Sowjetunion, wozu sie ursprünglich entwickelt worden war. Statt im Kalten Krieg kommt sie in einem heißen Krieg zum Einsatz. Vietnam, März 1968. Einheiten der US Marines sind in Khe San eingekesselt. Die Blackbird soll ein Nachschublager des Vietcong im Dschungel ausfindig machen. Die Mission gelingt. Das hochauflösende Radar der Blackbird liefert Bilder des Lagers, das daraufhin von B-52-Bombern zerstört wird. In den folgenden Jahren versorgt die Blackbird die Geheimdienste mit Bildern und kartografischen Daten aus der ganzen Welt. Die Geheimdienste fielen über unsere Daten her wie Ameisen über Zucker.
Sie wollten zum Beispiel wissen, was sich seit unserem letzten Überflug verändert hatte oder ob es ein neues Verteidigungssystem gab. The SR-71 then went on to become the nation's premier reconnaissance. Die SR-71 wurde zum wichtigsten Aufklärungssystem bei der Beobachtung internationaler Krisen. Sei es der arabisch-israelische Krieg 1973, die Sowjetflotte und ihre Bewegungen oder der Ferne Osten, den die SR-71 von Okinawa aus überwachte. These basically became sentinels for the free world. Sie wurde praktisch zum Wächter der freien Welt und leistete einen enormen Beitrag zur technischen Aufklärung. Unsichtbar ist die Blackbird aber nicht mehr. 1968 wird sie erstmals vom feindlichen Radar erfasst. Und weil Boden-Luft-Raketen immer effektiver werden, sehen sich die Blackbird-Crews einige Jahre später auch direkten Angriffen ausgesetzt. Nordkorea, 26. August 1981. Das kommunistische Regime von Kim Il-sung lässt seine militärischen Muskeln spielen. Droht womöglich eine Invasion des westlich orientierten Südens? Die USA brauchen dringend Informationen. Wir mussten wissen, was Nordkorea im Schilde führte. Was planten sie? Wo standen ihre Streitkräfte? Was taten sie gerade? Es gab nur ein System, das diese Informationen beschaffen konnte. Und das war die SR-71. 17 Jahre nach ihrem Jungfernflug ist die Blackbird noch immer das beste Spionageflugzeug der Welt. Jetzt soll sie die Standorte der nordkoreanischen Flugabwehr ausfindig machen. Okay, just leveling out. No problems, Cap. Murray Rosenberg fliegt über die demilitarisierte Zone zwischen Nord- und Südkorea, einen etwa 4 Kilometer breiten Grenzstreifen. Wir flogen meistens über die demilitarisierte Zone. Immer so 3 bis 4 Durchgänge, von Ost nach West, West nach Ost. Das Flugzeug ist mit Warngeräten gegen feindliches Radar ausgestattet. Rosenberg und sein Aufklärungsspezialist Ed McKim machen 2 Überflüge ohne jeden Zwischenfall. In diesem Flugzeug bist du selbst bei einem Trainingsflug nie ganz entspannt, ganz zu schweigen von einem echten Einsatz. Du behältst alles im Auge. Beim letzten Durchgang schlägt McKims Radarmonitor plötzlich an. Die SR-71 wurde vom feindlichen Radar erfasst. Es war unser letzter Durchgang. Ed war inzwischen ein alter Hase. Als das Radar ihn erfasste, blieb er ganz ruhig. Er sagte, oh, sie sehen uns, sie haben uns. Sie sind entdeckt worden. Bislang haben die Nordkoreaner noch kein Spionageflugzeug beschossen. Manchmal senden sie aber Störsignale aus, damit die Crew glaubt, sie werde von Raketen angegriffen. Dann sagte er, oh, sie haben einen Raketenstart simuliert. Die Piloten kennen das und lassen sich nicht aus der Ruhe bringen. Grund zur Sorge gäbe es nur, wenn die Rakete auf Signale reagieren würde. Dann wäre sie tatsächlich echt. Ich riskierte gerade einen Blick auf die Spitze des Flugzeugs. Da hörte ich Ed mit hoher Stimme sagen, oh mein Gott, die Rakete hat geantwortet. Missile.
Eine radargesteuerte Boden-Luft-Rakete rast mit 2500 Kilometern pro Stunde auf sie zu. Still climbing. Okay, I see it visual. Dann hatte ich sie erfasst. Sie war bereits auf etwa 15.000 Metern Höhe und kam schnell näher. Das Zeitfenster zwischen Abschuss und Eintreffen der Rakete lag unter 50 Sekunden. Pilot Rosenberg kann nur versuchen, der Rakete auszuweichen. Ed sagte, lass uns den Kurs ändern. Und ich sagte, okay. Wir machten eine Linkskurve. Schließlich wollten wir nicht nach Nordkorea fliegen. Aber die Blackbird ist längst nicht so wendig wie ein Kampfjet. Dann konnte ich sie sehen. Nachdem wir abgedreht waren, hatte sie ihren Kurs nicht geändert. Ihre Schnelligkeit rettet die Blackbird. Die Nordkoreaner haben nicht genug Zeit, um die Zielkoordinaten neu zu berechnen. Die Rakete flog rechts an uns vorbei und explodierte. Der Abstand war schwer einzuschätzen, denn es gab da oben keine Bezugspunkte. Ich vermute, sie war etwa 2 Kilometer vom Flugzeug entfernt. Bei Tempo Mach 3 entspricht das gerade 2 Sekunden, um die die Rakete die Blackbird verfehlt. Nach der Landung war ich sehr erleichtert, dass sonst nichts passiert war. Kelly Johnson hatte also recht. Selbst wenn die Blackbird vom Radar erfasst wird, ist sie einfach zu schnell für ihre Verfolger. Auch die sowjetischen MiG-25-Abfangjäger waren gegen sie letztlich chancenlos. Nicht eine SR-71 wurde jemals abgeschossen. Es gab kein einziges Waffensystem, das der Blackbird gefährlich werden konnte. 9 Jahre später ist die Blackbird immer noch das schnellste Spionageflugzeug der Welt. Trotzdem geht ihre Zeit zu Ende. Die Zukunft der Aufklärung gehört den Satelliten. Im März 1990 wird das Blackbird-Programm eingestellt. Bei ihrem letzten Flug stellt die Blackbird einen Geschwindigkeitsrekord auf, der bis heute Bestand hat. Von Los Angeles nach Washington D.C. braucht sie nur 1 Stunde, 4 Minuten und 20 Sekunden. Es ist ein historischer Moment für alle Beteiligten. Und nicht alle sind mit der Pensionierung der Blackbird einverstanden. Viele von uns, ich eingeschlossen, hielten die Stilllegung der Blackbird für voreilig. Nur wenige Monate nach der Einstellung des Programms marschierte Saddam Hussein in Kuwait ein. Und das System, das wir für die Aufklärung dort dringend gebraucht hätten, war die Blackbird. Die Tarnkappentechnologie der Blackbird ist noch heute im Einsatz. Der Langstreckenbomber B-2 und die F-117A Nighthawk sind mit der gleichen schwarzen, Radarstrahlung absorbierenden Außenhaut beschichtet wie die SR-71. 5 Jahrzehnte nach ihrer Konstruktion genießt die SR-71 noch immer Kultstatus. Sie taucht sogar in Hollywood-Filmen wie Transformers und X-Men auf. Bis heute bleibt sie die schnellste und am höchsten fliegende bemannte Maschine ihrer Art. Die Blackbird war revolutionär. Sie war das erste Flugzeug, das kontinuierlich mit 3200 Stundenkilometern unterwegs war. Sie war das erste Tarnkappenflugzeug. Alles an ihr war besonders. Die Blackbird ist auch ein Sinnbild für die Ausdauer und den Wagemut all derer, die sie entwickelt und in mehr als 3 Jahrzehnten geflogen haben.
Sie ist ein Statement. Ihr kriegt uns nicht. Wir sind hier und wir beobachten euch. Die Blackbird ist der Beweis dafür, dass manchmal sogar das Unmögliche möglich ist. Die SR-71 lehrt uns, dass die Menschen unter den richtigen Bedingungen Außergewöhnliches erschaffen können. Mit ihren überragenden Flugeigenschaften verschaffte die Blackbird bei ihren 3500 Missionen den USA einen wichtigen Informationsvorsprung bei internationalen Krisen. Sie war das schnellste Düsenflugzeug, das je gebaut wurde. Mit ihrer Hilfe wurde der Kalte Krieg gewonnen. Und das ist, glaube ich, keine schlechte Leistung.